Herzlich willkommen zum Hellerbach Konjunktur- und Kapitalmarktausblick 2024. Wir haben ein neues Motto und das ist Fußball. Warum Fußball? Fußball und Wirtschaft haben sehr viel gemeinsam. Und in 2024 gibt es auch noch einen Anlass, nämlich die EM in Deutschland. Und die Angst der Deutschen vor dem Vorrunden aus ist genau das gleiche wie die Angst, dass wir 2024 auch kein Wachstum haben werden. Werden wir mal konkret. Wer spielt 2024 mit? Und noch viel spannender, wer spielt auf welcher Position? Also die Frage, wie sieht die Aufstellung aus? Wir haben eine 4-3-3-Aufstellung für das Jahr 2024 gewählt. Im Tor die Verschuldung, in der Defensive unsere Risikofaktoren, diplomatisches Beigefühl für China notwendig, abgestimmte Taktik auch in USA, denn da sind Störmanöver bei den Wahlen nicht unwahrscheinlich. Geopolitik, ein Risikofaktor weltweit und die Demografie, ein Risikofaktor insbesondere für die Industrieländer, aber auch für China. Im Mittelfeld haben wir die Reformen und die Fiskalpolitik und gehen wir gleich mal in den Sturm. Natürlich, der Industriezyklus ist gerade am Boden. Da ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass es besser wird. Und Innovationen bringen Momentum. Und positiv für Unternehmen und Haushalte ist die Disinflation. Und jetzt zu unserem wichtigsten Spieler, nämlich die Geldpolitik auf der 6, die extrem aggressiv war in den letzten 2 Jahren, jetzt etwas defensiver werden kann. Und hier ist Spielraum mit der Disinflation, dass die Geldpolitik zur richtigen Zeit umschaltet, um dann ein dynamisches Wachstum, zwar anstrengend, aber ein dynamisches Wachstum in 2024 zu generieren. Und das ist unser Basisszenario für das Jahr 2024, Weltwirtschaft im Umschaltspiel. Was heißt das konkret für Wachstum, Inflation und die Vermögensklassen? Schauen wir das jetzt mal im Detail an. Im Basisszenario ein Wachstum, wieder etwas dynamischer, insbesondere in Deutschland, von Nullwachstum in 23 auf 1,3% in 24. Die Dynamik kommt gerade im zweiten Halbjahr. Das gilt für die meisten Länder. Besonders zu begrüßen ist die Disinflation, also niedrigere Inflationsraten. In Deutschland geht die Rate von 6 auf 3% zurück. Die Zinsen hatte ich schon erwähnt, die Leitzinssenkungen, die helfen auch dem Rentenmarkt. Die 10-jährigen Bunds gehen Richtung 2% und der Aktienmarkt profitiert davon, von mehr Wachstum, von niedriger Inflation und auch einem freundlichen Rentenmarkt. Der DAX auf 17,5 Indexpunkte. Gold, gerade im zweiten Halbjahr, auch wieder die 2000 Dollar pro Unze. Und der Immobilienmarkt, der einen längeren Rückwärtsgang hinter sich hat, wird einen Boden finden und in 2024 wieder ansteigen. Und der Euro geht auf 1,10. Das ist der Überblick für unser Basisszenario. Wie wahrscheinlich ist das? Und welche Alternativen gibt es noch? Die Wahrscheinlichkeit für das Umschaltspiel bei 70%. Vorrunden aus, ja, die Risiken sind da, der Protektionismus, mangelnde Reformen, mangelnde Innovationsfähigkeit, all das gibt es. Wahrscheinlichkeit bei 20%, das wäre eine Rezession in diesem Szenario, performen nur Renten und Gold. Und im Positivszenario, da muss fast alles perfekt sein, da sind wir im Ballzauber. Da verschwinden die großen Probleme, da kooperieren alle, da haben wir eine abgestimmte Taktik, da ist tatsächlich Kooperation und in diesem Szenario hätten wir starkes Wachstum und einen starken Aktienmarkt, der DAX bis auf 20.000 Indexpunkte. Also insgesamt ein doch positiver, wenn auch zu erwartender, spannender, anstrengender Durchlauf, ein anstrengendes Spiel 2024. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen, gehen Sie auf unsere Webseite
Da finden Sie alle Analysen und alle Prognosen im Detail.